Heute spreche ich mit A1 Digital. A1 verbinden viele von euch vermutlich mit Telekommunikation, ist auch richtig. A1 Digital deckt hier jedoch auch noch das weltweite IoT-Geschäft mit Anwendungsfeldern wie Predictive Maintenance, Asset Management oder Machine Learning ab. Die A1 Telekom Group hat hier mehr als 24 Millionen Kunden in Zentral- und Osteuropa. Wir wollen wie immer konkret über die Praxis sprechen und die Technologie verstehen. Daher ist Ihr Kunde die Firma Unter Shredding Technologies mit dabei. Unter hier übrigens mit TH und A geschrieben, für die, die sich jetzt fragen, wie man das genau eintippt. Unter ist Experte für die Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten und zuverlässigen Zerkleinerungssystemen. Seit 50 Jahren am Markt, und wie das Geschäftsmodell von Unter genau aussieht und was Sie mit IoT und A1 digital genau machen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und da würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit und starten direkt in diese Folge. Herzlich willkommen beim IIoT Use Case Podcast mit Madeleine Mickeleit, dem Kanal mit den aktuellsten IIoT-Projekten unserer Umsetzungspartner am Markt. Ja, hallo und herzlich willkommen erstmal in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht die Frage gleich zu Beginn. Robert, wie geht's dir? Wo erreiche ich dich gerade? Mir geht's gut, danke mal für die Einladung zu dem Podcast. Wird sicher eine interessante Runde heute werden. Mir geht's grundsätzlich sehr gut. Wir haben schönes Wetter in Österreich und bin jetzt schon gespannt, wie es mit dem Podcast abgeht. Muy bien, ja. Same hier. Ich sitze jetzt gerade regional in München. Philipp, wo erreiche ich dich gerade? Ach, du bist in München. Ich bin auch in München. Ich bin in unserem Office hier. Ah, Grüße. Und die Laune ist sehr gut. Sonne scheint wie in Österreich beim Florian und ich freue mich auch sehr auf die heutige Folge. Sehr gut, ja. Und genau, Florian, jetzt schon angesprochen, wo sitzt du? Auch in München oder wo bist du gerade? Ich bin in Wien, ebenfalls schönes Wetter hier. Ich sitze in unserem Office im 2. Bezirk in Wien. Perfekt. Ja, sehr schön. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid und freue mich sehr auf die Runde. Ich würde sagen, Florian, vielleicht starten wir gleich mit dir mit einer Vorstellung. Machen wir kurz eine Vorstellungsrunde und vielleicht zu Beginn zu dir, zu deiner Person und zum Kerngeschäft, was ihr bei A1 Digital so genau macht. Ja, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Florian Kretschmer. Ich bin jetzt seit etwas über 4 Jahren bei A1 Digital. Bin dort in der Rolle des Pre-Sales Consultants in der Abteilung VMS. Und VMS steht für Vertical Market Solutions. Und wie es quasi schon in diesem Namen steckt, ist es unser Ziel, die Portfolio-Elemente, wie wir sie anbieten, so auszurichten, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen unterschiedlicher Industrien genügt. Das heißt, wir bedienen uns hier eines gewissen Baukastens für IoT-Lösungen, der besteht aus Hardware-Komponenten, aus Konnektivität und dann natürlich aus Plattformen, ob das jetzt eine IoT-Plattform ist oder vielleicht dann auch noch darauf aufsetzend eine Machine Learning-Plattform. Das hängt dann ganz vom Projekt ab. Und meine Rolle ist es quasi hier, die richtigen Elemente für unsere Kunden zu finden, um sie auf ihrer Reise bestmöglich unterstützen zu können. Perfekt. Sehr gut. Dann würde ich doch, Philipp, an dich auch kurz übergeben. Vielleicht kannst du auch noch 1 oder 2 Punkte zu dir sagen und vielleicht das, was genau Florian gerade schon ausgeführt hat, vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Was machst du bei A1 Digital? Ja, sehr gerne. Danke, Madeleine. Ich sage ein paar Sätze zu mir. Ich bin vom Studium her ein Wirtschaftswissenschaftler und habe nach dem Studium dann einige Jahre im Marketing und teilweise auch im Controlling von verschiedenen Unternehmen verbracht. Das war in den Branchen Industrie, Maschinenbau, IT und Telekommunikation. Und deswegen passt diese Mischung auch ganz gut für das, was ich jetzt mache. Ich bin bei der A1 Digital, nämlich der Product Marketing Manager für IoT und arbeite mit Florian auch recht eng zusammen. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen was über die A1 Digital selber erzählen. Wir gehören zur A1 Telekom Austria Group. Wie du gesagt hast, ein Unternehmen, das in vielen Ländern präsent ist und wir haben über 24 Millionen Kunden. Und die A1 Telekom Austria Group selber, die gehört wiederum mehrheitlich zur America Mobile. Und das ist ja einer der größten Mobilfunkbetreiber auf der Welt. Also das heißt, dass unsere Expertise im Bereich Mobile Connectivity sehr hoch ist. Und auch im Bereich Digitalisierung. Wir sagen auch, wir machen Digitalisierung für unsere Kunden nutzbar. Und zu unserem Fokus gehören branchenspezifische Anwendungen im Bereich Internet der Dinge, also IoT, im Bereich Security-Lösungen und im Bereich Cloud-Hosting. Und im Bereich Cloud, da kennt man uns zum Beispiel auch unter dem Namen Exoscale, vor allem in der Schweiz. Wir sind ein europäischer Cloud-Anbieter mit Hosting in Europa und sind auch Gründungsmitglied bei Gaia X. Genau, das war jetzt ein recht schneller Überblick über unser Portfolio.
Vielleicht noch ein paar Sätze zu unserem Kundenstamm. Der ist sehr vielfältig und dazu gehören Unternehmen aus dem Bereich Construction, aber auch Mobility und produzierende Unternehmen. Und einen Kunden haben wir heute auch mitgebracht mit der Untershredding. Perfekt, genau, da hast du mir jetzt die perfekte Überleitung gegeben. Genau, gerade was diese branchenspezifischen Lösungen auch angeht und was ihr dort vom Kerngeschäft her mitbringt, wie das genau funktioniert, da wollen wir heute mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Deswegen freut es mich auch sehr, Robert, dass du heute mit dabei bist von der Firma Unter. Würde ich sagen, magst du dich auch kurz vorstellen, kurz was zu dir, zum Unternehmen sagen, was ihr macht, dass wir dann auch einsteigen können? Genau, also ich bin bei der Firma Unter beschäftigt im Bereich der Digitalisierung, also im Bereich der Entwicklung für die Digitalisierung. Mache das jetzt circa 3 Jahre, also vor circa 3 Jahren habe ich begonnen, die Maschinen der Firma Unter mit Sensoren und Digitalisierung auszustatten. Komme ursprünglich aus dem Bereich Maschinenbau, habe Maschinenbau und Automatisierungstechnik studiert und Mechatronik ist quasi auch so der Bereich, wo ich zuständig bin. Zur Firma Unter ist es so, wie die Madeleine schon gesagt hat, 1970 gegründet. Also wir haben letztes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum gehabt. Der Firmenname Unter setzt sich zusammen, ein interessantes Detail am Rande, ist Unterwurzacher und Hasenbichler. Das waren so die Gründerväter von der Firma Unter vor 50 Jahren. Ah, die Anfangsbuchstaben sozusagen davon, ne? Die Anfangsbuchstaben von der Firma, vom Wortlaut. Wir sind im Hauptsitz in Kuchl bei Salzburg sind wir beheimatet und haben circa 300 Mitarbeiter. Wir entwickeln und produzieren maßgeschneiderte Zerkleinerungsmaschinen für den industriellen Bereich. Also wir sind da nicht im Home-Anwenderbereich, sondern es sind wirklich Industriemaschinen und da ist eben sehr wichtig zu wissen über den Zustand der Maschinen, wo wir jetzt dann später auch noch sprechen werden darüber. Es geht eben über die Rückgewinnung von Wertstoffen im Recycling, über die Verwertung von Altholz bis hin zur Aufbereitung von Abfällen. Da sind wir ungefähr zu Hause und im industriellen Bereich eben. Wir liefern aktiv einen Beitrag zur Ressourcenschonung und das ist auch ein ganz aktuelles Thema und zur nachhaltigen Energieeinsatz. Sehr schön. Also Zerkleinerungsmaschine, ich kann mir schon was drunter vorstellen, habe natürlich auch euch schon mal gegoogelt. Kannst du mir mal oder auch den Hörerinnen und Hörern da draußen mal eine Übersicht geben, wie sieht so eine Zerkleinerungsmaschine eigentlich aus und wie gestaltet sich so euer tägliches Geschäft? Kannst du mal so ein bisschen uns noch mehr zu den Maschinen selber auch abholen? Ja, im Wesentlichen ist es so, dass innen ein Rotor ist in so einer Maschine. Da gibt es eben Einwellensysteme und es geht auch bis zu 4 Wellensysteme. Und oben ist ein Trichter, schmeißt man grobes Material hinein und unten kommt das in einer gewissen Korngröße raus. Also Fraktion spricht man da. Und je nachdem, wie der Kunde das wünscht, ist die Fraktion mal größer, mal kleiner. So kann man sich das circa vorstellen. Und ganz ein wichtiges Thema dabei ist auch, dass wir im Premium-Segment mit unserer Maschine unterwegs sind. Okay. Das heißt, man muss sich so ganz klassisch das Recycling-Geschäft eigentlich vorstellen. Das heißt, die Maschine steht irgendwo vor Ort. Sind das dann Müllhalden oder wo stehen die genau? Genau, das ist zum Beispiel eine Müllhalde oder in einer Halle, wo ein Recyclingbetrieb beheimatet ist und das kann eben weltweit beheimatet sein. Okay, spannend. Wenn ich mir jetzt so eine Recyclingmaschine vorstelle, da steckt ja auch, denke ich mal, ein wahnsinnig großer Energieverbrauch hinter. Was sind denn hier so klassische auch Einsparmöglichkeiten im Betrieb dieser Maschine? Also was sind hier Potenziale, die ihr jetzt auch vielleicht heben wollt? Wir sprechen ja jetzt heute hier zum Thema auch IoT. Was sind hier so Potenziale, die diese Maschinen in Richtung Einsparmöglichkeiten haben? Ja, es geht eigentlich um den bestmöglichen Energieeinsatz. Und da sind wir sehr, sehr weit vorne mit unserer Technologie. Wichtiger Punkt ist die Steigerung von der Zuverlässigkeit und Senkung der Stillstandszeiten. Die Effizienz ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, so gut wie möglich die Energie zu nutzen, um das Material zu zerkleinern. Herausforderung, Potenziale und Status quo. So sieht der Use Case in der Praxis aus. Gut, dann würde ich doch jetzt mal einsteigen, auch so ein bisschen ja nochmal zum Alltag erfahren und auch zu den Herausforderungen, wo wir in Richtung der IoT-Technologie ja auch denken. Du hattest jetzt gerade gesagt, es geht irgendwo um einen zuverlässigen Betrieb, um Stillstandszeiten. Was sind denn hier so klassische Herausforderungen im Alltag, denen ihr begegnet? Also ruft dein Kunde an und sagt, okay, die Maschine ist ausgefallen oder was sind so typische Herausforderungen, denen ihr euch hier stellt? Ja, die größte Herausforderung am Anfang war vor 3 Jahren, dass wir vorher über die Maschinen ja gar nichts gewusst haben, die so weltweit herumstehen. Somit war das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da Connectivity und eben eine Datenerfassung in die Maschine reinbringen, dass wir, also nicht nur wir als Firma Unter, sondern auch der Kunde bestmöglich über den Zustand der Maschine jederzeit Bescheid weiß.
Die Fehlergründe können natürlich dann auch abgefragt werden. Das heißt, man kann zum Beispiel schauen, wo ist jetzt ein Stillstand überhaupt hergekommen? Also welche Werte sind jetzt aus dem Ruder gelaufen, dass es zu dem Stillstand von der Maschine gekommen ist? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Somit können wir auch ungeplante und teure Stillstandszeiten weitestgehend reduzieren. In diesem Geschäft ist natürlich, das habe ich vielleicht auch schon gesagt, dass die Kosten pro Tonne ein wesentlicher Aspekt vom Betrieb so einer Maschine sind. Da spielen natürlich dann Betriebskosten mit rein, da spielen Energiekosten mit rein. Also alles, was rund um die Maschine so anfällt. Und das haben wir dann eben versucht, mit der Digitalisierung bestmöglich in den Griff zu bekommen. Ja, perfekt. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, es sind irgendwo auch vielleicht ungeplante Störungen oder Störungen generell. Das heißt, quasi heute ruft ein Kunde an und sagt, hier ist irgendwo im Prozess, wahrscheinlich im vor- und nachgelagerten Prozess, irgendwo ein Fehler aufgetreten und ihr würdet dann normalerweise rausfahren oder eben dem Kunden dann telefonisch helfen, dieses Problem dann zu beheben wahrscheinlich, ne? Oder wie funktioniert das? Ja, so kann man sich das circa vorstellen. Also die Daten sind ja immer in Echtzeit in der Cloud verfügbar. Das heißt, wir können da auch mitschauen mit dem Kunden, was jetzt gerade Zustand bei dieser Maschine ist und können dann bestmöglich auch von der Ferne schon ihm zur Verfügung stehen und ihm helfen, den Fehler zu beheben. Okay, super. Genau, da kommen wir ja auch gleich noch ein bisschen drauf, wie das jetzt sozusagen heute auch schon jetzt digital gelöst wird, auch mit Erlösung mit A1 Digital. Vielleicht, um nochmal so ein bisschen im Prozess auf die Daten zu sprechen. Was sind denn hier so Daten, die euch eigentlich am meisten interessieren? Also du hattest jetzt am Anfang auch mal so ein bisschen abgeholt, wie so eine Maschine grob funktioniert. Da sind ja irgendwo Kräfte, die stattfinden. Was sind hier so Daten, die eure Maschine dann liefert, die euch interessieren? In einer Kleinerungsmaschine haben wir bis zu 100 Messkanäle, die in Echtzeit verfügbar sind. Da gehören zum Beispiel dazu die Drehzahl vom Rotor, Temperaturen im Öl oder im Getriebe. Da ist Energieverbrauch sehr wichtig. Da ist Leistung der Maschine, also die Performance insgesamt der Maschine, sehr wichtiger Aspekt. Also wie gesagt, 100 Messkanäle haben wir. Geht auch über Ölqualität und Qualität der Stromversorgung zum Beispiel. Aber auch Vibrationen, Hauptantriebsstrang der Maschine, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ihr habt jetzt die Maschine dort beim Kunden stehen, jetzt, also früher vielleicht noch nicht digital, jetzt geht ihr eben in Richtung Digitalisierung und nutzt ja quasi auch das Datenpotenzial, was so eine Maschine dann eben mitbringt. Jetzt hattest du gerade schon von Drehzahl, Motor, Öl und so weiter gesprochen. Das sind ja dann auch irgendwo Analysen, die ich irgendwo machen muss von der Maschine. Also ich weiß nicht, ob das dann Schwingungsanalysen wahrscheinlich sind oder auch eine Datenvorverarbeitung. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen an der Maschine? Also habt ihr dann an dem Gerät selber irgendwo ein, ich sag mal, ein Gateway sitzen, was dann die Daten auch nach oben spielt? Oder wie funktioniert das dann? Man kann sich das circa so vorstellen, da ist eine Vorverarbeitung in der Maschine schon vorhanden. Also wir haben ein schnelles Messsystem, ein Condition Monitoring heißt das, und ein Edge-Device. Also das ist quasi wie ein kleiner Industrie-PC, der in der Maschine direkt verbaut ist. Und dort erfolgt bereits eine Vorverarbeitung von den schnell gemessenen Werten. Und dann werden nur noch die relevanten Daten in die Cloud hinaufgespielt. Lösungen, Angebote und Services. Ein Blick auf die eingesetzten Technologien. Dann würde ich doch jetzt mal so ein bisschen, genau, Philipp, Florian, ich schaue jetzt mal in eure Richtung, auf die Lösung zu sprechen kommen. Jetzt haben wir gelernt, okay, es gibt ein IPC oder ein Edge-Device, das sitzt an der Maschine. Jetzt muss ich ja irgendwo diese Daten in die Cloud übertragen. Florian, ich schaue jetzt mal in deine Richtung. Wie funktioniert das genau? Also wie nehme ich diese Daten auf und was bringt ihr dann da auch mit? Wie funktioniert das von der Technik her? Sehr gerne. Also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Ich habe vorhin eingangs erwähnt, woraus üblicherweise unser IoT-Portfolio besteht im Wesentlichen. Und der erste Punkt, den ich nannte in Richtung Hardware, der ist eben genau der relevante, sag ich mal, Einstiegspunkt. Das heißt, es gibt irgendwo ein Gateway zum Beispiel, es kann aber genauso gut auch ein Sensor sein, der verbaut ist. Relevant ist eigentlich hier nur, dass man Daten von woher bekommen kann und quasi entweder selbst ermitteln kann oder sollten diese bereits woanders gewonnen werden, diese einfach zu übermitteln. Und das heißt, wir haben da unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten, unterschiedliche Industrie-Gateways, unterschiedliche Gateways generell, mit denen wir uns dann mit Maschinen verbinden können, über die entsprechenden Schnittstellen. Da ist es einfach nur sehr wesentlich, dass es auch schlichtweg die Berechtigung dazu gibt. Also es müssen offene Schnittstellen sein. Man muss ja quasi auch in der Lage sein, diese Daten auch tatsächlich abgreifen zu dürfen.
Und wenn das der Fall ist und man quasi mal Zugriff auf diese Informationen bekommen hat, dann gibt es weitestens zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, die auch der Robert gerade beschrieben hat, nämlich, dass es bereits zu einer gewissen Vorevaluierung dieser Daten am Gerät selbst kommt. Das heißt, diese Informationen werden interpretiert, gewisse Algorithmen laufen dann quasi bereits auf dem Gerät selbst und sagen mir, ob diese Daten, banal ausgedrückt, ob das gute Daten sind, ob das schlechte Daten sind, Informationen, und übermitteln dann quasi lediglich diese Erkenntnis an meine Plattform. Und die Alternative ist die, dass man tatsächlich hergeht und sagt, alle Daten, die ich zuvor gewonnen habe, werden an meine Plattform übermittelt, wo dann genau das, was eigentlich sonst edge-seitig passieren könnte, direkt auf der Plattform passiert. Das heißt, es werden zum Beispiel Rüttelmuster analysiert, es werden Hydraulikdruck zum Beispiel evaluiert, Temperaturen, Geräusche, Feuchtigkeit, also da ist man wirklich sehr frei in der Wahl der relevanten Informationen, die man hier betrachten möchte. Und dann hat man auf der Plattform die Möglichkeit auch zu entscheiden, was für eine Konsequenz soll denn das eine oder andere Event für mich haben. Möchte ich da quasi direkt auf die Maschine dann zugreifen? Möchte ich vielleicht etwas starten? Möchte ich vielleicht etwas stoppen? Oder möchte ich vielleicht gar nicht auf die Maschine selbst zugreifen, sondern möchte ich vielleicht einfach nur jemandem Bescheid geben, dass es hier vielleicht zu einem ungeplanten Wartungsaufwand kommt? Und diese Möglichkeiten hat man. Das heißt, auch hier finden sich quasi diese drei Elemente wieder aus Hardware, Connectivity und Plattform. Ein wesentlicher Unterschied ist natürlich, was diese unterschiedlichen Herangehensweisen betrifft, die Datenmenge, die übertragen wird. Und das kann relevant sein für Länder, wo man zum Beispiel hohe Kosten hätte für Datenübertragung. Aber natürlich versucht man hier möglichst in die Optimierung hineinzugehen. Ja, genau, auf das Thema Datenübertragung und auch Datenmenge würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Das heißt aber, damit ich es jetzt richtig verstanden habe, also du hast gesagt, man hat den Hardware-Bereich, das wäre jetzt sozusagen die Daten, die vom Modem aufgenommen werden. In dem Fall hat Unter ja jetzt ein eigenes Modem, aber ihr habt natürlich auch eigene Modems, die ihr verwendet, wenn Kunden das beispielsweise dann nicht haben. Dann habe ich sozusagen den Connectivity-Bereich, da habe ich irgendwo jetzt eine SIM-Karte, die entsprechend installiert wird, und dann habe ich sozusagen on top das Cloud-Level, sage ich mal, oder wo die Software entsprechend läuft, wo dann sozusagen diese ganzen Themen intelligente Zustandsüberwachung, du hattest jetzt gerade das Beispiel mit den Rüttelmustern genannt, das ist dann sozusagen der Top-Layer. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, genau. Okay. Also man befindet sich dann auf der IoT-Plattform, und was man dann letztendlich mit den Daten auf dieser Plattform macht, das obliegt einem dann natürlich selbst. Sehr viele unserer Kunden verwenden diesen Data Lake für eine gewisse Visualisierung, aber andere, und genau das bieten wir eben hier im Zusammenspiel mit diesen entsprechenden Algorithmen an, verwerten diese Daten, was mehr so in Richtung Machine Learning auch bereits geht, wo quasi über Schnittstellen diese Daten abgegriffen, evaluiert und dann wieder zurückgespielt werden. Okay. Robert, nochmal eine ganz kurze Rückfrage an dich. Du hattest jetzt gesagt, ihr habt wie viele Maschinen im Feld stehen, bei euren Kunden auch. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Das heißt, du hattest gesagt, ihr habt ein Modem da dran an der Maschine oder ein Edge-Device. Ihr setzt ja wahrscheinlich dann entsprechend die SIM-Karte ein. Kannst du uns mal so ein bisschen abholen, wie das in der Praxis jetzt genau funktioniert mit dem, was A1 Digital da mitbringt? Genau, also wir haben jetzt circa 100 Maschinen im Feld mit der Digitalisierung ausgestattet, und da ist jeweils ein Modem eingebaut. Das ist quasi die Schnittstelle nach außen zur Cloud, so kann man sich das vorstellen. Zudem ist dann noch ein Edge-Device eingebaut, also ein kleiner Industrie-PC, wo alle Datenkanäle zusammenlaufen und dort aggregiert werden. Gell? Also du musst ein zentraler Punkt geben, und zudem auch noch eine schnelle Messtechnik, die jetzt auch mathematische Funktionen berechnet, und diese Daten werden dann auch im Edge-Device zusammengeführt, und übers Modem landet das dann in der Cloud. Und da habt ihr sozusagen in diesem Edge-Device eine SIM-Karte? Im Modem ist eine SIM-Karte eingebaut, genau, das ist eine IoT-SIM-Karte, und da ist ganz das Spezielle daran, dass das ein Pool von SIM-Karten ist. Das heißt, wir haben ja Maschinen weltweit im Einsatz, und da ist eben wichtig, dass man SIM-Karten ein- und ausschalten auch kann und eventuell Wartungsvorgänge durchführen kann, direkt auf der SIM-Kartenebene. Und da haben wir eine eigene Plattform dafür, das durchzuführen. Okay, jetzt wollte ich nämlich nochmal auf den Punkt jetzt auch dieser Datenübertragung kommen. Florian, wie ist denn das? Ich habe ja jetzt die Maschinen wahrscheinlich, keine Ahnung, wo die überall stehen, USA, vielleicht in China, wo auch immer. Wie funktioniert diese Connectivity jetzt länderübergreifend? Weil ich muss ja jetzt diese verschiedenen SIM-Karten, müssen jetzt irgendwo mit eurer Cloud sprechen. Wie funktioniert das?
Genau, und wie der Robert schon angedeutet hat, es gibt hier flexible Möglichkeiten, was das Thema der Konnektivität betrifft. Wir kennen Beispiele, wo man sehr spezifisch hergeht und sagt, man hat hier zum Beispiel Einsatzorte in Nordamerika und dann hat man vielleicht noch einen gewissen Kundenschwerpunkt in Südostasien beispielsweise und Europa. Das heißt, man versucht hier natürlich möglichst nahe am jeweiligen Use Case dran zu sein und gestaltet dann entsprechend diese hinterlegten Datentarife danach aus. Das heißt, je nachdem, wie groß das erwartete Datenvolumen ist, ob das dann ein paar MBs sind oder ein paar Gigabyte sind, schnürt man hier unterschiedliche Tarifpläne, wo dann quasi nicht alles über den Kamm geschoren wird, sondern tatsächlich dann ein eigener Pool für zum Beispiel Nordamerika erstellt wird und genau das Gleiche dann für Südostasien und dann nochmal das Gleiche für Europa. Alternativ kann man natürlich auch hergehen, wenn man sagt, man hat hier einen gewissen Schwerpunkt von Hausnummer 90% in Europa, 10% verteilt sich dann vielleicht auf die restliche Welt, dass man hier auch einfach nur einen Datenpool hinterlegt. Worauf wir immer nur ganz besonders achten, ist, dass man sich aufgrund einiger weniger Länder, die vielleicht sehr teuer sind, hier nicht gewisse Mischpreise, ja salopp ausgedrückt, zusammenhaut. Und dann gibt es natürlich auch noch so, sagen wir, recht besondere Länder, die dann wirklich kommerziell relativ schnell uninteressant werden könnten, wenn man hier über das Mobilnetz ginge. Das heißt, auch dort gibt es dann oft den Ansatz, dass man das lokale vorhandene Netzwerk nutzt und jetzt gar nicht über Mobilfunk geht. Und wo ich das schon anspreche, das ist auch tatsächlich manchmal die präferierte Variante, dass man sagt, man geht hier nicht über das Mobilnetz primär, sondern verwendet es gegebenenfalls als eine Art Fallback für den Fall, dass quasi die lokale Netzversorgung nicht mehr funktionieren sollte oder vielleicht temporär unterbrochen ist, dass man quasi über die lokale Verkabelung oder Wi-Fi einfach... Verstehe. Ja genau, Robert, Frage an dich, wo stehen eure Maschinen, in welchen Ländern? Man kann einmal grundsätzlich sagen, Europa ist einmal ein ganz großer Schwerpunkt, auf jeden Fall, aber wie gesagt, eben weltweit, da kann man finden auch die Maschinen, zum Beispiel in Nordamerika, wir sind in Indien mit den Maschinen, wir sind in Australien, also Wahnsinn. Das umspannt ein bisschen die ganze Welt, ja. Ja, weil theoretisch, ich stelle mir das jetzt auch so vor, theoretisch müsste ich ja quasi mit jedem lokalen Mobilfunkanbieter irgendwo Verträge abschließen, um jetzt meine Daten in die Cloud zu bringen, normalerweise, oder? Also das erspart mir ja jetzt auch im Endeffekt die Arbeit, dass ich sozusagen einen Zugang, also korrigiert mich, wenn ich jetzt das falsch sage, aber im Endeffekt habe ich ja einen Zugang zu A1 Digital und kann sozusagen meine ganzen Maschinen in dieses Netz über euch hängen, wo ihr ja, sage ich mal, diese Arbeit schon abgenommen habt, oder? Genauso kann man sich das vorstellen. Also es ist eine SIM-Karte für die ganze Welt. Das heißt, man muss vorher nicht wissen, wo die Maschine hingeht. Das wird sich dann erst später dann weisen, wo die hinverkauft worden ist. Und funktioniert dann auf jeden Fall, weil die SIM-Karte anspringt und dort über Roaming das natürlich dann zur Verfügung stellen kann. Ergebnisse, Geschäftsmodelle und Best Practices. So wird der Erfolg gemessen. Florian, noch eine Frage. Ihr bietet ja jetzt mehr als nur, sage ich mal, die Connectivity. Du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt den Layer, wo sozusagen die Datenmengen verarbeitet werden, wo halt wirklich die Wertschöpfung ja dann auch entsteht, wo der Datenzugriff dann ist. Du hattest eure Plattform angesprochen. Wie funktioniert diese Visualisierung auf eurer Plattform genau? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also grundsätzlich kann man vielleicht doch am besten unterscheiden im Backend und Frontend. Und wenn wir jetzt quasi frontend-seitig unterwegs sind und die Daten in der Rohform quasi hereinkommen, dann gibt es hier die Möglichkeit, diese Daten mit standardisierten Tools zu visualisieren. Das heißt, wenn ich jetzt, ich komme wieder auf dieses Rüttelmuster zu sprechen, wenn ich jetzt diese Daten, die entsprechenden Timestamps bekomme, da gibt es hier, wie wir es bezeichnen, sogenannte Widgets. Mit diesen Widgets ist es mir möglich, eine Erstvisualisierung bereits machen zu können. Das heißt, ich kann mir hier zum Beispiel einen gewissen Graphen anzeigen, ich kann mir einen Tacho vielleicht auch anzeigen, ich kann mir Umdrehungen anzeigen lassen. Und das sind eben genau solche Tools, die muss ich jetzt nicht eigens entwickeln, sondern die bietet die Plattform out of the box. Und ich sage mal, der Großteil unserer Kunden findet damit sein Ausreichen, weil ein Graph wird eigentlich fast überall verwendet. Und dann gibt es aber trotzdem die Möglichkeit zu sagen, wenn man hier eine ganz spezifische Anforderung hat, die jetzt vielleicht mit diesen Widgets nicht abbildbar wäre, hat man die Möglichkeit, auf der Plattform dann auch die entsprechende Entwicklung anzustoßen, beziehungsweise auch seinen eigenen Microservice darauf zu entwickeln, um dann diese Daten eben ganz spezifisch auch noch interpretieren zu können.
Ich würde an der Stelle noch etwas hinzufügen. Ich komme ja aus dem Marketing, deswegen muss ich auch ein bisschen Werbung machen. Wir haben auf unserer Website a1.digital ein Demo-Center und wir haben dort frei zugängliche Demos der IoT-Plattform. Man kann sich dort zum Beispiel eine Demo, die Asset Insight heißt oder Industrial Insight, anschauen. Und dort sieht man einige Beispiele, also Mockups, wie so eine IoT-Plattform funktioniert, welche Devices da angeschlossen werden können und auch, was genau man dort sieht. Mhm, perfekt. Ich glaube, das ist sehr gut, dass man sich hier die Themen auch nochmal gleich live anschauen kann. Also wer da jetzt Interesse hat, auch gerne direkt mal auf die Page gehen und genau, kann man einfach die Demo anfordern, sich einfach mal anschauen, wie das Ganze in der Cloud aussieht. Robert, die Frage an dich jetzt. Ihr seid ja jetzt auch ein bisschen breiter unterwegs und habt ja, glaube ich, auch ein eigenes wirkliches Geschäftsmodell damit aufgebaut. Ihr habt eine kundenspezifische Plattform. Zumindest kann man das auch ja online so ein bisschen sehen. Was macht ihr da genau? Wie nutzt ihr jetzt diese Plattform? Ja, diese Kundenplattform, das haben wir eben auf den Kunden zugeschnitten, nennt sich MyUnter. Das heißt, da kann sich der Kunde einloggen mit seinem Passwort und Kundenname und kommt dann genau auf seine Daten hin, also Echtzeitdaten und auch historische Daten. Kann sich da drinnen zum Beispiel auch Reports generieren lassen von der letzten Woche, letzten Monat und so weiter. Also zeitabhängige Reports erstellen lassen und dann per E-Mail zum Beispiel zuschicken lassen. Wöchentlich funktioniert das. Das geht aber dann auch noch weiter, dass man dann zum Beispiel auch Bedienungsanleitungen zur Maschine da drinnen findet. Alle Alarme natürlich und Meldungen, was jetzt da so relevant sind. Und auch in Zukunft wird es da auf jeden Fall auch so eine Art Online-Shop geben, wo die Kunden sich dann auch selber ihre Ersatzteile bestellen können. Ja, sehr spannend. Ich glaube, wir haben ja auch viele Zuhörer, die jetzt aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, die auch Maschinenbauer sind, beziehungsweise ich höre auch immer ähnliche Themen. Also die Sachen, die ihr dort bereitstellt, sind ja auch das, was dann auch genau den Endkunden interessieren, wo man eben auch Reports, Anleitungen auch direkt online verfügbar hat, was man vielleicht noch früher in der Zettelwirtschaft hatte oder eben manuell. Das bringt natürlich einen wahnsinnigen Vorteil. Jetzt wollte ich nochmal ein Buzzword übersetzen. Florian hatte eben von so Timestamps gesprochen. Robert, was würde das jetzt bei euch bedeuten? Du hattest gesagt, ihr habt so ein Messsystem auch. Das heißt, man setzt jetzt sozusagen bestimmte Timestamps, die ihr dann in der Cloud abbildet, so von den Datenpunkten her? Oder wie funktioniert das? Genau, also wir haben natürlich historische Daten auch da in unserer Cloud drinnen. Und man kann sich vorstellen, da, wo die Daten erfasst werden, das muss alles synchron erfolgen. Das heißt, die 100 Kanäle sollten zueinander zugehörig sein, damit man dann auch Analysen machen kann. Deswegen braucht es da auf jeden Fall Timestamps und Timestamps insofern auch sehr wichtig, weil das international. Das heißt, wir sprechen da auch von Zeitverschiebungen. Das heißt, in Mexiko oder in Australien ist eine andere Zeit und das muss dann alles auch gehandelt werden können. Also das ist ein sehr spannendes Thema, ja. Stimmt, ja, genau, deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, weil habe ich jetzt nochmal verstanden. Florian, du hattest jetzt eben das Thema Exascale angesprochen, was ja quasi auch, wenn ich es richtig verstanden habe, eure Cloud-Computing-Plattform dahinter ist. Was genau hat das damit auf sich? Also was ist der Hintergrund für das Thema Exascale hier an der Stelle? Ja, also der Philipp hat vorher schon kurz erwähnt, Exascale ist unsere Cloud-Umgebung. Also es ist, wie wir es bezeichnen, die europäische Cloud, nachdem natürlich immer wieder die Frage kommt, wenn man von Plattformen spricht, wenn es um Datenverarbeitung geht, wo befinden sich die Daten? Und welche Sicherheit habe ich als Unternehmen, dass diese Daten nicht nur sicher sind, sondern eben auch vor Zugriff von unterschiedlichen Regierungen beispielsweise geschützt sind? Und die Exascale-Umgebung betreiben wir auch deswegen, weil wir natürlich selbst unsere Plattformen in einer solchen Umgebung anbieten können wollen, damit wir auch einfach dieses Commitment abgeben können, dass wir gewährleisten können, wo sich diese Daten befinden und die entsprechenden Server davon stehen deswegen auch ausschließlich in Europa. Also wir haben Rechenzentren in Frankfurt, in der Schweiz, bei uns in Wien, im Arsenal und dort laufen sämtliche Plattformen. Also wir reden heute natürlich vorrangig über die IoT-Plattform, aber das gilt genauso für unsere SIM-Verwaltungsplattform, das gilt genauso für unsere Machine Learning-Plattform. Das befindet sich somit alles innerhalb Europas. Verstehe, ja. Und Robert, wie wichtig war das Thema für euch? Also gut, Cloud Security ist ja jetzt ein großes Thema wahrscheinlich, oder wie siehst du das, beziehungsweise wie sehen eure Kunden das? Das war uns auch von Anbeginn sehr ein wichtiger Punkt, dass die Daten irgendwo in Europa gespeichert werden. Also nicht irgendwo in einem asiatischen Serverbereich, sondern wirklich in Europa auch liegen und so gut wie möglich auch geschützt werden. Ein ganz wichtiges Thema ist auch, dass jetzt nicht die Daten jetzt missbräuchlich verwendet werden können.
Da geht es um Performance zwischen den Kunden und so weiter. Also da darf auf jeden Fall keine Lücke sein, dass jetzt ein Kunde vom anderen irgendwelche Daten lesen kann. Ja, vollkommen. Das ist ein wichtiges Thema, ja. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz so ein bisschen in die Praxis springen. Ich mag ja auch generell jetzt in dem Kanal, wie wir unterwegs sind, immer so ein bisschen diese Best Practices oder auch ja wirklich die Praxis. Wenn ich jetzt morgen starten will, also ich finde es jetzt spannend, bin jetzt auch ein Maschinenbauer, möchte das jetzt tun. Welche Komponenten der Lösung brauche ich jetzt genau? Florian, kannst du uns mal abholen von der Hardware über die Konnektivität bis zur Cloud, was brauche ich genau? Also das ist natürlich eine super Frage und natürlich ist dann immer die Frage, wie möchte man loslegen? Und das unterscheidet sich wirklich von Kunde zu Kunde ganz massiv. Der Philipp hat vorher kurz das Demo-Center erwähnt, nicht um es hierfür nochmal Werbung zu machen, aber das gibt einfach so einen ersten Überblick einmal, was die Visualisierung betrifft. Weil oft sagt man, man hätte hier gerne Daten auf einer IoT-Plattform und weiß aber eben noch gar nicht so recht, was für Möglichkeiten sich dadurch eigentlich auch ergeben können, welche Formen der Visualisierung, welche Formen so auf den ersten Blick eine gewisse Erkenntnis gewinnen zu können. Das heißt, wenn man sich aber dann, sagen wir mal, hierüber einigermaßen im Klaren ist oder auch sagt, ich weiß es vielleicht auch noch gar nicht, sondern ich würde das Ganze einfach mal gerne als Testballon starten, dann ist auch, sage ich mal, die empfohlene Herangehensweise die, dass man jetzt nicht versucht, quasi schon das perfekte System zu launchen, sondern dass man möglichst klein beginnt. Es gibt Kunden, die haben wirklich schon viel Erfahrung in diesem Bereich. Da setzt man dann vielleicht auch schon woanders an. Und dann gibt es Kunden, die sagen, ich möchte das jetzt einfach mal wirklich erstmals probieren und schauen, wo es mich hinbringt. Und wir bieten in diesem Zusammenhang, je nachdem, wo sich der Kunde gerade auf seiner Reise befindet, unterschiedliche Ansätze. Ich komme wieder auf diese Komponenten zurück, wenn es mal darum geht, Daten auf eine Plattform zu bekommen, um quasi erste Erkenntnisse zu gewinnen, dann betrachten wir meistens mal die Ist-Situation, was für Maschinen sind das, ist das ein Hersteller, vielleicht auch sind das unterschiedliche Hersteller, ist diese Maschine bereits smart, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber nicht überall ist quasi dieser Datengewinn bereits lokal möglich. Das heißt, müssen hier Daten überhaupt erst einmal gewonnen werden, müssen wir hier vielleicht sogar auch mit der einen oder anderen Sensorik ergänzend arbeiten oder geht es wirklich nur darum, diese abzugreifen? Das heißt, um es einfach auszudrücken, der erste Ansatz ist meistens der, wie bekommen wir die Daten von einer Handvoll Maschinen auf die Plattform? Auf dieser Plattform wird dann für einen definierten Zeitraum eine Art Testumgebung, eine Testinstanz eingerichtet, auf der kommen dann die Daten an und dann hat der Kunde quasi die Möglichkeit, einmal so eine erste, ja, so ein erstes Gefühl dafür zu bekommen. Und das unterstützt man natürlich dann, wenn es darum geht, zu sagen, okay, wie bekommt man das jetzt in eine Form, wo man sagt, damit kann man dann auch tatsächlich entscheiden, das ist erfolgreich, das möchte ich weiterführen, weil das wäre dann quasi auch der Anstoß, wenn man sagt, man bewegt sich hier von seinem Proof of Concept weiter Richtung eines möglichen Rollouts. Ich würde ganz schnell noch was beim Florian einfügen. Und zwar, wir hatten ja über das Thema IoT-Bausteine gesprochen. Und da ist es so, da würde ich auch empfehlen, wir haben auf unserer Website a1.digital auch im Demo-Center zu finden, seit Oktober ein IoT-Center gestartet. Und dort beschreiben wir einmal das Konzept, also welche Bausteine bieten wir generell an, Hardware, Connectivity, IoT-Plattform, Cloud und auch unsere Experten-Services. Das ist für Unternehmen gedacht, die wirklich eine End-to-End-Lösung haben wollen. Was wir aber auch dort haben, ist ein sogenanntes IoT-Enabler-Kit. Und was man dort bestellen kann, ist nämlich ein Paket bestehend aus einem Development-Kit mit Chip von Nordic Semiconductor, unserer SIM-Karte und auch einen Zugang zur IoT-Plattform. Man kriegt Tutorials, man kriegt Unterstützung von uns auch für ein Onboarding und kann im Prinzip dann auch an das Development-Kit Sensoren etc. anschließen. Man kriegt einen Zugang zu der IoT-Plattform und kann dort auch gleich seine Devices gleich verbinden. Okay, perfekt. Vielen Dank für die Ergänzung. Also da auch gerne jetzt einfach mal reinschauen. Ja, Robert, dann würde ich die Frage einfach aufgreifen. Also wie seid ihr jetzt hier in der Praxis gestartet und mit welchen Komponenten von A1 Digital? Also welche habt ihr da genau verwendet? Ja, für uns war das ein relativ einfaches Unterfangen. Die Schnittstellen zur Cloud von A1 sind sehr gut dokumentiert und ich habe mal begonnen, dass ich einzelne Kanäle, eine Temperatur oder irgendwas Unkritisches einmal versuche, in die Cloud zu schicken. Da war auch schon mal gleich wichtig, dass jede Maschine eigenes Passwort und eigene Kennung hat. Das heißt, die Sicherheit der Übertragung ist da auch schon sehr gut gewesen. Ich habe mir auch da andere Cloud-Systeme angeschaut und da hat A1 gewonnen mit ihrer Technologie. Und wenn man mit einem Kanal begonnen hat, ist dann relativ naheliegend, dass man mal einen zweiten schickt, eine Drehzahl oder irgendeinen anderen relevanten Messwert von der Maschine und dann steigert man sich so weiter und hat dann irgendwann einmal 100 Messkanäle und Alarme und Meldungen, was dann ein Gesamtsystem da ergeben hat.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, mit Blick auf die Zeit, ganz zum Schluss noch, mich interessieren ja auch immer so dieses, was ist der Business Case? Viele fragen mich, hey, es geht ja auch irgendwo darum, am Ende soll ein Mehrwert erzeugt werden. Wir wollen Potenziale heben durch Daten. Robert, die Frage an dich, was ist für euch der Business Case? Wir hatten es schon angesprochen, ihr habt ja auch ein eigenes Geschäftsmodell damit aufgebaut. Was ist für euch hier der Business Case? Ja, bei uns ist auf jeden Fall die Zuverlässigkeit der Maschine ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir können da Kunden im Bedarfsfall, können wir proaktiv ansprechen. Es geht um After-Sales-Themen, es geht um Qualitätsthemen, es geht um Garantie-Themen, die da ebenfalls mit reinspielen. Also das ist ein sehr, sehr weiter Bereich, den wir mit dem jetzt erschließen haben können. Okay, das heißt, ihr nutzt es im Endeffekt auch natürlich, um bestimmte Prozesse zu optimieren, hier die Qualität und Zuverlässigkeit entsprechend weiter auszubauen. Ihr seid ja auch irgendwo damit ein innovativer Vorreiter, der da vorangeht und den Kunden natürlich da auch einen zusätzlichen Service bietet einfach, ne? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und was da auch noch dazu zu sagen wäre, dass jetzt die Kunden sich selber zum Beispiel Benachrichtigung konfigurieren können. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Fehlerzustand sich anbahnt bei der Maschine, können sie sich über SMS beispielsweise benachrichtigen lassen. Und das geht dann in Echtzeit. Das heißt, die Maschine steht so kurz, wie sie nur geht. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, sehr schön. Und das, was vielleicht on top auch noch kommt, ist ja, dass wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, Servicetechniker oder mein Kunde ruft an, man muss vor Ort hinfahren, man spart sich ja irgendwo auch Zeit, oder? Durch solche Lösungen. Genau, die Wartungseinsätze, die sind jetzt natürlich viel planbarer. Das heißt, wir können uns jetzt da Routen stecken und können dann schauen, welche Maschinen wir zuerst anfahren und welche dann in Folge dann in dieser Route zu finden sind. Das ist auch ein ganz toller Nebeneffekt von dem Ganzen. Übertragbarkeit, Skalierung und nächste Schritte. So könnt ihr diesen Use Case nutzen. Florian, die Frage an dich nochmal. Wir haben ja jetzt dieses eine Projekt von euch besprochen. Eingangs hast du ja erwähnt und auch Philipp, ihr seid ganz breit unterwegs mit unterschiedlichen Kunden. Wie lässt sich dieser Use Case jetzt übertragen? Ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich auch Maschinenbauer dabei oder andere Firmen, die aus anderen Bereichen kommen. Was siehst du für Use Cases noch, beziehungsweise wie lässt sich das vielleicht auch ausbauen? Ja, also die Use Cases, die dann tatsächlich abgebildet werden, sind wirklich sehr unterschiedlich. Was sie dann trotzdem gemeinsam haben oder was sie verbindet, sind im Wesentlichen die Kernelemente daraus. Das heißt, wir sprechen mit Maschinenbauern, wo es um Datenübertragung geht, um Informationsübertragung. Genauso haben wir Kunden, die aus ganz anderen Branchen auch tatsächlich kommen, aus ganz anderen Industrien, wo es zum Beispiel auch in Richtung Smart Cities zum Beispiel geht. Das ist einer der anderen Schwerpunkte. Wesentlich ist tatsächlich immer nur herauszufinden, was für eine Information möchte der Kunde haben, was für Entscheidungen sollen getroffen werden und wie kann das Portfolio, so wie wir es haben, dabei unterstützen. Das heißt, das schöne Beispiel von Unterschredding zeigt eben, wie so das funktionieren kann. Aber ob das dann quasi ein Zerkleinerungssystem ist oder eine Maschine zur Holzbearbeitung beispielsweise oder eine Produktionsstraße, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Elemente sind oftmals sehr ähnlich. Also es geht dann wieder darum, wie bekomme ich diese Daten von meinem lokalen System auf meine Plattform. Und da sind wir dann wieder bei den Richtung Industrie, Gateway und auch, was ich vorhin schon angedeutet hatte, wenn es jetzt hier zum Beispiel auch Maschinen gibt, die zum Beispiel noch nicht diese Möglichkeit haben, diese Daten zu gewinnen, kann man natürlich auch in Richtung Retrofitting nachdenken. Das heißt, man hat hier vielleicht einen Teil seiner Maschinen bereits smart und andere müssen das erst werden, um dann quasi trotzdem eine gemeinsame Datenbasis hier schaffen zu können, die dann die komplette Wahrheit plattformseitig abbilden kann. Ja, sehr schön. Philipp, letzte Frage an dich. Du hattest schon das Demo-Center angesprochen. Kannst du jetzt nochmal ausführen, was kann ich da genau sehen? Was kann ich da machen? Kannst du uns da nochmal ganz kurz abholen? Ja, natürlich. Also wir haben in unserem Demo-Center einige Use Cases abgebildet. Da ist zum einen zum Beispiel das Asset Insight oder das Industrial Insight. Das zeigt, was man so im industriellen Umfeld an Maschinen anschließen kann, was man dort sieht. Und wir haben das, was ich kurz erwähnt habe, das IoT Center. Dort hat man auch die Möglichkeit, eine individuelle Demo für 90 Tage zu starten. Man kriegt dort seinen eigenen individuellen Zugang zu unserer IoT-Plattform und kann im Prinzip auch eigene Devices dann anschließen. Sehr schön. Ja, das war doch ein schönes Abschlusswort. Mir bleibt jetzt zum Ende hin zu sagen, nur vielen Dank. Vielen Dank auch, Robert, dass du uns hier auch ein paar Insights aus eurem Projekt mitgegeben hast. Ich fand, man hat sehr schön verstanden, auch anhand der Zerkleinerungssysteme und Maschinenanlagen, die bei euren Kunden stehen, was das Potenzial auch der Daten ist für euch, wie das Ganze funktioniert, von dem Modem über die SIM-Karte bis hin in die Cloud, wo dann sozusagen die Reports für eure Kunden bereitgestellt werden, aber natürlich auch das Thema Datenanalytics. Florian, du hast es gesagt, die Rüttelmuster und Co.
solche Analysen, die ich fahren kann. Mega spannend. Ich würde sagen, ich komme jetzt mal zum Punkt. War eine richtig spannende Session mit euch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank an dich, Florian, an dich, Philipp und an dich, Robert. Ja. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr gerne. Yes, vielen Dank. Also eine schöne Woche euch noch. Ciao, ciao. Vielen Dank, Madeleine. Ciao. Tschüss, dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IoT Use Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IoT-Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.